Hallo, heute stelle ich euch Night Scout, die wachsame Eule, vor. Die wachsame Eule achtet auf alle Diabetiker, die ein CGM tragen, für Kinder, Erwachsene und deren Partner und Eltern. Hallo, besonders Diabetes Loop. Heute geht es um Night Scout. Die wachsame Eule. Zur Geschichte ganz kurz. Es ist ein Vater, der von seinem Kind die Blutzuckerwerte gerne immer haben wollte und hat dann in Twitter einen Aufruf gestartet. Dort haben sich viele andere Eltern und auch andere Diabetiker und Programmierer zusammengesetzt oder zusammengenommen und haben die Night Scout Foundation, also sprich die Stiftung, zum einen gegründet, diese ganze Night Scout App, auf die Beine gestellt. Night Scout bewirbt sich ja mit We are not waiting, beziehungsweise mittendrin statt nur dabei, so auf die Art. Die Idee hinter Night Scout ist, dass jeder die Daten einsehen kann, der im Prinzip Zugriff auf die Internetseite hat. Das geht über Handy, über Tablet, über Rechner. Auch Fernseher mit einer Webseite können im Prinzip darauf zugreifen. Dadurch kann jeder von jedem beliebigen Ort auf der Welt auf die Daten zugreifen. Die Daten kommen von dem CGM, entweder über ein Kabel, so war es früher oft, ab 2004 bis ich weiß gar nicht wann, oder jetzt aktuell geht es sehr viel über Bluetooth, das heißt die Daten von meinem CGM-Sensor werden über eine App an Night Scout geschickt und in Night Scout kann ich dann alles nachschauen. Die Idee hinter Night Scout ist die, dass man hergeht und die Daten mit den Menschen um sich herum teilt. Die Eltern können ihre Kinder überprüfen, der Partner kann die Partnerin überprüfen oder wie auch immer. Der Opa, die Kinder können die Oma überprüfen. Das ist sehr, sehr gut, denn dadurch kann man natürlich relativ schnell auf sinkende Blutzuckerwerte reagieren oder auf zu hohe. Auch Diabetiker mit Hypowahrnehmungsstörungen sind damit sehr gut bedient, denn sie können auf ihr Handy oder auch auf die Smartwatch schauen und können sehen, oh, mein Blutzucker bewegt sich da oder dahin. Dadurch kann ich natürlich relativ schnell erkennen, bin ich zu niedrig oder passt's. Und auch für Sportler ist natürlich sehr interessant, denn ich kann während des Trainings kurz auf meine Smartwatch gucken und sehen, oh, ich kann noch weiter trainieren oder ich muss ein paar Kohlenhydrate zuführen, was sich auch als sehr gut herausgestellt hat. Und welcher Punkt natürlich auch für Blinde sehr interessant ist, ich kann mit der App jederzeit mir die Daten vorlesen lassen. Bin ich auf der Internetseite, das werdet ihr später wahrscheinlich auch noch mitkriegen, liest mir die App die Daten vor, beziehungsweise die Webseite. Dadurch kann ich, selbst wenn ich blind bin, meinen Blutzucker verfolgen, ohne irgendwelche zusätzlichen Geräte. Und man kann auch, wenn man im Urlaub ist, die Daten mit dem Diabetes-Doc oder mit dem Diabetes-Team jederzeit kurz abklären, was man tun kann, wenn sich irgendwas verändert, wo einfach unvorhersehbar war. So, und nun gehen wir an den PC und schauen uns das Ganze mal an. So, nun sind wir auf meiner Night Scout-Seite. Hier sieht man Sandys Night Scout. Hier sieht man, dass der letzte Update, die letzten Daten vor 9 Minuten sind. Letzter Eintrag vor 10 Minuten. Genau, letzter Eintrag vor 10 Minuten. Die Dame hat es gerade vorgelesen. Hier sieht man die Akkuladung meines Handys. In meinem Fall das SMG 950F. Man sieht die Pumpeninhalt, man sieht die Prozent. 136, verändern minus 7, EOB 327. Ihr hört, das System liest auch alle Daten vor. Das ist das, was ich euch vorhin erzählt habe. Mit dem Blutzuckerwerten vorlesen lassen, für Blinde zum Beispiel. Hier sieht man, dass der Open Loop oder Open AAPS das letzte Mal vor einer Minute was gemacht hat. Und das ist hier sieht man die Stunden, die man angeschaut hat. Also die letzten 3 Stunden sieht man hier jetzt den Verlauf. Wenn ich hier drauf klicke, sieht man die letzten 24 Stunden. Also ihr seht, auch bei mir läuft es nicht immer hundertprozentig sauber. Hier oben seht ihr die aktuelle Basalrate. Die gestrichelte Linie ist die eingestellte Basalrate. Die hier. Und hier seht ihr die Basalrate, wie sie verändert wird. Sie war angehoben, gesenkt, stellenweise ganz weggenommen. Hier bin ich im Blutzucker gesunken. In der Zeit hat er die Basalrate komplett weggenommen, damit ich hier nicht zu weit abrutsche.
Ja, das ist auch wieder weggenommen. Da ist auch relativ schnell abgesunken. Ist halt immer wieder mal so dieser Wechsel. Hier sieht man die Einheiten, die man gegeben hat. Das war ein Korrekturbolus zum Beispiel. Hier sieht man die Gramm an Kohlenhydraten, die man zu sich genommen hat und den Insulin, den man dazu verwendet hat und den aktuellen BG, also sprich den Blutzuckerwert. Hier oben sieht man den Verlauf der letzten 5 Minuten. Also die letzten 5 Minuten ist mein Blutzucker um 7 Milligramm gefallen. Hier sieht man die Insulin on board, also das heißt, wie viel Insulin habe ich gerade aktuell im Körper drin und wie reagiert er. Hier habe ich die Kohlenhydrate, die ich zu mir genommen habe. Aktuell ist das letzte Essen schon ein bisschen was her. Hier sieht man, wann der Zugang gesetzt wurde. Hier sieht man, weil gewechselt worden ist, ist eigentlich beides das gleiche. Kann man einschalten, kann man ausschalten, wie man es möchte. Und hier sagt er gerade basal 0. Das heißt, sieht man ja auch hier gerade, es wird aktuell gerade gar kein Basal, keine Basalrate gespritzt oder gegeben. Hier unten diese blaue Linie, das ist die vorausberechnete anhand der Daten, die das System hat, wie sich der Blutzucker vermutlich die nächste Stunde verlaufen wird. Was für uns als Looper natürlich noch interessant ist, ist vor allem dieser Bereich hier oben. Denn hier über diese drei Balken oder auch Hamburger-Menü genannt, kann ich die Berichte einsehen. Die ist dort, wenn ich jetzt, ich klicke mal kurz drauf, kann man sich die täglichen, die Statistiken anschauen, die Verteilungen anschauen. Dazu gibt es aber nochmal ein separates Video, denn das ist doch sehr umfangreich, um alles zu erklären auf die Schnelle. Ich muss fairerweise sagen, das System ist sehr aussagekräftig und ich muss sagen, wenn man diese Berichte ab und an mal liest, erkennt man doch sehr viele Fehler in seinem, ja. Oder wenn man Fehler in der Behandlung hat, sieht man sie da relativ schön. Dann gehe ich aufs X. 136 EOB327. Er spricht wieder, aber eben neuen Anmelden mehr oder weniger. Dann hier im Profileditor, das ist für uns auch interessant ist. Jetzt lädt er gerade noch nicht. Lade Profilaufzeichnung, seht ihr hier oben. Da sehen wir die Korrekturfaktoren und Kohlenhydratverhältnisse, die Uhrzeiten, das Profil, wie es eingegeben ist, der Name dazu. Hier die ISF-Faktoren, sehen bei mir so aus. Hier die Kohlenhydrataktivitäten, Gramm pro Stunde, sind so grobe Werte, die kann man mal probieren. Ich habe vieles über die Zirkane Basalratenberechnung gemacht, auch hier die Basalrate, deswegen sind es auch etwas krumme Werte. Sie funktionieren doch ganz gut, doch manchmal muss ich ein bisschen nachbessern. Ja, und natürlich für mich ganz wichtig der Zielbereich von 100 auf 100. Dadurch versucht der Loop ständig also den Wert auf 100 zu halten und hat keine große Schwelle. Kann man hier dann speichern, aber wir haben jetzt nichts verändert. Brauchen wir auch nichts speichern. Liest wieder 136 brav vor, sehr schön. EOB327. Hier an der Seite seht ihr noch genau den Blutzucker, den hätte ich fast vergessen. Und hier unten die Anzahl der Stunden, also man sieht, in welcher Zeitfenster man sich bewegt. Hier der Bereich von da hier bis hier, das ist im Prinzip dieses Fenster noch einmal in groß, um das genauer erfassen zu können. Genau. Hier haben wir dann noch den Nahrungsmitteleditor, den habe ich Letzter persönlich noch Eintrag nicht in 10 benutzt. Minuten. Was noch interessant ist, sind dann hier diese Einstellungen. Hier kann ich meine Blutzuckereinheiten eingeben, die Datumsformen, die Sprachen, die Skalierung, wie die Letzter Basalraten Eintrag dargestellt bei 10 werden. Minuten. Ich mache jetzt mal auf Standard, dann sehen wir mal die Veränderung. Speichere das mal kurz. 136 Jetzt sieht es genau andersrum EOB aus. 327. Kann man machen, wie es einem Letzter einfach besser Eintrag gefällt. bei 10 Minuten. 138 verändern 2 EOB 3.06. 138 verändern 2 EOB 3.06. 138 verändern 2 So, EOB jetzt machen wir mal leise da. So, hier habt ihr dann die Alarme, ab wann ein Alarm geben soll. Alarm hoch, Alarm sehr hoch zum Beispiel, kann man alles einstellen. In welchen Zeitabständen ihr das machen sollen. Die Pumpenbatterie kann man einstellen, funktioniert aber nicht überall, habe ich festgestellt. Also nicht alle Pumpen oder wie auch immer funktionieren richtig. Da muss man ein bisschen ein Auge drauf haben. Meistens funktioniert es, manchmal hat es wegen Schwierigkeiten. Hier kann man die Ansicht verändern. Ich habe zum Beispiel vorhin den Loop eingeschalten, also diesen hier. Hat also nicht wirklich was gebracht. Ich kann hier zum Beispiel auch das Sensoralter und das Kanülenalter rausnehmen. Dann verschwinden hier oben diese Ansagen, mit denen ich aktuell gerade nichts anfangen kann. Wer es aber haben möchte, kann es natürlich entsprechend für sich verwenden. Ich speichere es wieder. Jetzt wird er dann sehen. Jetzt ist nur noch das IRH, der Zugang, wie lange der jetzt schon sitzt. Hier sieht man, die Basalrate wurde angehoben wird auf 206. Vorhin war sie bei 0.
Da sieht man wieder, okay, der Loop arbeitet wieder aktiv weiter. Und ich bin wieder ein bisschen über dem, was ich normal bräuchte. So wie das sich aktuell gerade mir eröffnet, werde ich wohl wieder mal einen Basalratentest machen müssen, denn die Sprünge sind doch sehr extrem. Aber das ist halt so eine Geschichte, die jeder für sich selbst einfach herausfinden muss. So, ich glaube, das war's jetzt soweit. Genau. Hier können wir auch die Uhren machen, die Farben machen. Die einfache Ansicht, wobei die einfache Ansicht ist mir persönlich zu wenig in den Administratorwerkzeugen. So, jetzt sind wir in den Administratorwerkzeugen drin. Hier kann man verschiedene Sachen hinzufügen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht genutzt. Hier kann man eine neue Rolle hinzufügen. Das heißt, wer kann wie was machen. Also die Admin, der Activity, Care Portal sind so verschiedene Sachen, wo man verändern kann. Man kann hier verschiedene Einträge löschen. Also man kann sagen, okay, die letzten 500 Einträge. Es ist so, dass diese Night Scout Datenbank ja irgendwann mal voll wird und irgendwann sind einfach die Dokumente, die länger wie, keine Ahnung, ein Jahr alt sind, nicht mehr interessant, weil es ist ja doch definitiv vorbei. Da kann man die Dokumentensammlungen löschen, die älter sind wie 30 Tage zum Beispiel, kann man aber auch entsprechend einstellen. Und da kann man die Mongo-Datenbank komplett bereinigen. Die älter die 180 sind oder älter 360. Die Glukose-Einträge könnten wir löschen. Da können wir Behandlungen in der Zukunft entfernen. Hat den Effekt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn, Tochter, wie auch immer, oder demjenigen, den ich über die Ferne, ja, damit überwache, ihm irgendwas gegeben habe, kann ich diese Behandlung im Prinzip entfernen. Genau. Das ist das zu dem dazu. Das, denke ich, war es so grob zur Night Scout App auf die Schnelle. Bei den die Berichte, da werden wir nochmal separates Video machen, ohne Profileditor, weil das ist doch ziemlich viel, was das Ding kann und durch gibt viel zu lernen. Jetzt wieder zurück an meinen Platz. Night Scout finanziert sich über Spenden. Dadurch können Sie verschiedene Sachen wie die Server und so bezahlen und auch andere Sachen. Wer das spenden möchte, und unten in der Infobox ist der Link für Night Scout, also da unten, und auch, dass es ein Open Source und Selbstprojekt ist. Wenn es interessiert, lest es euch durch. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich über einen Daumen nach oben und auch über ein Like oder genau. Und natürlich abonniert mich, denn das würde mich am meisten freuen. Bis zum nächsten Mal bei Sandis Diabetes Loop. Tschüss.